Herzlich willkommen zurück bei den Matrixern mit Jonathan und Shiva zu unserem dritten Teil Projekte der Dissoziation. Heute geht es um das Thema Misstrauen. Wir haben ja schon die Themen Ängste und Depressionen besprochen, die auftreten können, wenn ihr mit der Dissoziation beginnt. Da geht es nicht immer nur darum, dass ihr gleich die großen universellen Erkenntnisse bekommt von eurem höheren Selbst, sondern ihr könnt auch von eurem höheren Selbst in Depression und Ängste gestürzt werden, damit ihr eure Überzeugungen, Glaubenssysteme etc. auflösen könnt, um dann die ganzen Erkenntnisse erlangen zu können. Ja, das ist sehr wichtig, denn wie wir ja schon in den anderen Teilen vorausgeschickt hatten, verhält es sich so, dass euer höheres Selbst vielleicht auch denken mag, ja, er will sein Bewusstsein erweitern oder sie und möchte die Matrix verlassen und schickt euch entweder die Erkenntnisse dazu, die wichtig sind, um eben bestimmte Glaubenssätze aufzulösen, oder euer höheres Selbst denkt, ja, da gibt es einige sehr behindernde Glaubenssätze, an die komme ich so nicht vorbei. Also muss ich hier meinen Suchenden in einen Angstzustand schmeißen oder in einen depressiven Zustand oder in einen anderen emotionalen Zustand, um ihn oder sie mit der Thematik bestimmter Glaubenssätze zu konfrontieren, damit diese aufgelöst werden. Und erst wenn diese Glaubenssätze aufgelöst sind, kann es auch weitergehen. Und erkennt, was eigentlich dahinter steht. Ja. Und da kann es durchaus passieren, dass ihr nicht nur in eine Depression geworfen werden könnt, um das zu lösen, oder vielleicht in irgendwelche Ängste. Oder Paranoia. Oder Paranoia, sondern auch ins Misstrauen. Das heißt, ihr spürt dann plötzlich ein starkes Misstrauen jedem und allem gegenüber. Ja, genau. Und in Wirklichkeit dient das Misstrauen dazu, euch selbst zu hinterfragen. Genau. Aber das Ego neigt ja dazu, Gefühle oder beziehungsweise Emotionen immer auf das Umfeld zu projizieren. Wer ist verantwortlich dafür, dass ich jetzt gerade so misstrauisch bin? Genau. Wer ist schuld? Wer ist schuld? Das macht das Ego ja ganz gern. Wer ist schuld daran, dass ich mich jetzt so fühle? Und dann fängt man eben an, das Misstrauen auf sein Umfeld zu projizieren. Vielleicht auf die Eltern, auf Freunde, auf Partner oder sonst wen wird dann das Misstrauen projiziert. Die hintergehen mich, Die betrügen mich, die belügen mich, ich kann denen nicht vertrauen. Generelles Grundvertrauen ist plötzlich nicht mehr da. Ihr misstraut einfach grundlegend. Ja, also ich kenne das auch ganz gut. Wenn ich zum Beispiel mal Freunden geholfen hatte, die spirituelle Dissoziation anzuwenden und habe denen dann auch mitgeteilt, wie die Zusammenhänge vielleicht in der Politik sind, in der Spiritualität sind, denen aufgeführt, wie da rumgepirscht wird, wie Propaganda vermittelt wird, welche Tricks die Leute anwenden, um einen auf die falsche Fährte zu bringen und so weiter, dann fingen die Leute an, das Misstrauen zu spüren. Und wen haben sie dann verantwortlich gemacht? Mich. Und den einzigen, den sie dann gegenüber misstrauisch waren, war dann meine Wenigkeit. Ja. Ne? Obwohl ich ja der war, der dann den ganzen Stein erstmal ins Rollen gebracht hat und die darüber aufgeklärt hat. Warum hast du das auch gemacht? Ja, warum habe ich das auch gemacht? Genau. Und weil ich ja der Aufklärer war und eigentlich auch der Bote war, war plötzlich ich dann der Verantwortliche für das Misstrauen. Und das kann dann schon passieren, dass halt jemand anders, der dann in den Zustand kommt des Misstrauens, was für das höhere Selbst wichtig ist, dass man da auch mal reinkommt, damit man sich selbst hinterfragt, damit man erkennt, die Möglichkeit besteht eben im Zustand des Misstrauens, dass man nicht nur ein Teil seiner selbst ist, sondern viele.
Denn in der spirituellen Dissoziation fragt man sich eigentlich nicht, wer bin ich, sondern da fragt man sich eigentlich irgendwann, Wie viele? wie viele bin ich? Ja, korrekt. Und Misstrauen ist nur ein Aspekt der vielen Selbste, die wir in uns tragen. Und über das Misstrauen ist es möglich, aufmerksam auf die anderen Anteile unserer Psyche zu werden. Das ist das Portal des Misstrauens, das man hier nutzen kann. Ja, Misstrauen ist also auch ein emotionaler Zustand, in den das höhere Selbst uns hineinwerfen kann, damit wir eben zu dieser Erkenntnis kommen und zu dieser Fähigkeit. Denn der Misstrauensaspekt fühlt sich auch nicht so gut an, weil man sich dann als Opfer der anderen empfindet. Ja. Ne, man denkt dann, die anderen verarschen mich nur, die legen mich dauernd rein, die wollen mich hintergehen, die wollen mich austricksen oder was auch immer. Und das ist natürlich auch irgendwo ein Problem, was mit, ja, mit Verantwortung zu tun hat, mit Selbstverantwortung. Wen mache ich verantwortlich für das Gefühl des Misstrauens? Leider gibt es kein Schild, wo steht, eigentlich sollst du dich selbst hinterfragen. Und das Selbstmisstrauen, das gilt eigentlich dir selbst, oder das Misstrauen gilt dir selbst, das steht leider nie dabei. Wenn man gerade damit beginnt und da reingeschmissen wird, kann es halt schwierig sein, das überhaupt zu identifizieren. Worum geht es denn eigentlich jetzt bei diesem Thema? Aber vielleicht können wir euch mit unseren Tipps da ein wenig helfen, dass es euch selbst gilt. Denn es ist wirklich alles nur Projektion. Der Gegenüber bist du ja auch, also projizierst du das nur von dir, was eigentlich in dir ist und dir selbst gilt. Ja, richtig. Das kann man auch jetzt im Internet betrachten. Beispielsweise war ja David Icke eigentlich so der Vorreiter, was die Reptos betrifft. Er hat ja immer gesagt, hier in unserer Welt leben Reptos, die sich als Menschen ausgeben, die sehen aus wie Menschen. In Wirklichkeit tragen die nur irgendwelche Masken oder haben irgendwelche Körper übernommen, die menschlich aussehen und beeinflussen die Weltpolitik. Ja, und was wurde nachher daraus? Er hat dadurch Misstrauen ausgelöst bei den Menschen. Dann war er der Repto. Und plötzlich war in aller Munde, David Icke ist der Repto. Ja? Da sieht man das Prinzip des Misstrauens. Ja. Und Misstrauen ist ja momentan auch in unserer, wie soll ich sagen, in unserem Informationskrieg, in Ja. der Weltpolitik gerade ganz groß im Thema. Alle Lügen sind wie gedruckt. Ne? Die Massenmedien erzählen Geschichten, aber die alternativen Medien erzählen manchmal auch Geschichten. Ne? Und das bleibt dann nicht aus, dass eben viele dann misstrauisch werden. Was ja auch auf der einen Seite gut ist, denn dann fangen sie mal an, diese ganzen Nachrichten zu hinterfragen. Aber letztendlich geht es darum, dass Misstrauen, ja, wie soll ich sagen, nach innen zu kehren. Das hat ja Also. damals schon angefangen, auch mit den Ängsten. Das war eigentlich, ist es ein kollektives Thema. Ängste, was wir als erstes in unserem ersten Teil besprochen haben, Misstrauen, Depression, das sind eigentlich kollektive Phasen, durch die wir gehen. Alle gehen sollten auch, um diese Erkenntnisse zu erlangen. Ja, natürlich. Also man sieht es auch am Weltgeschehen momentan, dass wir mit diesen Gefühlszuständen konfrontiert werden. Und daran erkennt man auch, dass nicht nur eine habgierige Regierung, ne, da ist ja die Gier schon drin, das Wort in Regierung, dahinter steckt, sondern aus höherer Perspektive ist das ein Lehrprogramm für jeden innerhalb der 3D-Matrix. Nämlich sich mit diesen Gefühlszuständen oder beziehungsweise emotionalen Zuständen zu konfrontieren. Mit Ängsten haben wir ja Ängste. In Genau. unserer Weltsituation mit Misstrauen haben wir auch, alle lügen sie, man weiß nicht mehr, was wahr und was falsch ist. Und jeder sucht den Verantwortlichen. Und natürlich auch Depression, dass man irgendwann denkt, ja, bringt ja eh nichts. Ne? Die World Health Organization hat gewonnen, ne? Als Beispiel. So, ja. Und da sieht man, dass auch diese Zustände da irgendwie in unserem kollektiven Lebenskreis eben auftauchen und dafür sorgen, dass wir uns damit konfrontieren.
Denn es soll alles transzendiert werden. Nur die Leute merken, wie gesagt, es steht kein Schild dabei. Ja, Wäre noch nett. korrekt. Ja. Und wenn man natürlich ein Ego mit solchen emotionalen Zuständen konfrontiert, sucht das Ego immer die Schuld bei jedem anderen, außer bei sich selbst. Weil das Ego sich ja in dem Moment nicht daran erinnert, das selbst ausgelöst zu haben. Und darum ist die spirituelle Dissoziation so wichtig. Denn wenn man aus eigener Entscheidung und eigenem Entschluss heraus die spirituelle Dissoziation anwendet und plötzlich in solche Emotionen geworfen wird, weiß man schon mal zumindest im Vorfeld, ach, das war ich ja selbst, weil ich ja auf Shiva und Jonathan gehört habe, die gesagt haben, ich soll die spirituelle Dissoziation trainieren. Ja, das ist ja schon mal ein Anfang, ne? Dass man da Verantwortung übernimmt und sagt, ja, die haben davon erzählt und ich habe mich dazu entschlossen, das auch zu praktizieren. Ja. Oder wenn jemand zum Beispiel bewusstseinserweiternde Substanzen nimmt. Wenn dann solche Gefühls- oder Emotionsreaktionen in einem selbst auftreten, kann man ja dann zumindest sagen, ja, okay, ich habe eben hier diese Substanz genommen und da ist das ja kein Wunder, dass ich mich jetzt so fühle. Das hat einen Vorteil und auch einen Nachteil. Und der Vorteil ist eben, dass man da schon eher das Ego dazu neigt, sich selbst verantwortlich zu machen, indem es ja seine eigene Entscheidung dazu noch erinnert. Und, aber es gibt natürlich da draußen Menschen, die wissen überhaupt nicht, was spirituelle Dissoziation ist und Nee. kommen trotzdem in solche Zustände. Und das ist eben der Punkt, in der ganzen Sache, was es dann schwieriger für das Ego macht, sich selbst verantwortlich zu erklären. Dann sucht es natürlich nach dem Schuldigen. Genau wie in der Weltpolitik. Wollte ich gerade sagen, Ja. richtig. Da Ja, verhält es sich ja auch so. eben. Wir geben der Politik die Schuld dafür, dass wir jetzt Misstrauen oder Ängste fühlen. Wir geben jedem anderen die Schuld. Nur suchen wir eben nicht in uns selbst. Warum kann denn die Politik das überhaupt auslösen in mir? Wie kann es denn überhaupt sein, dass ich misstrauisch werde, all diese Zustände erlebe? Man denkt nur eben, die anderen sind schuld. Oder ja, wäre die Weltsituation anders, würde ich mich besser fühlen. Aber ich meine, da steckt schon ein Plan dahinter, warum man sich fühlt, wie man fühlt, warum die Welt ist, wie sie ist, warum die Situation so ist, wie sie ist. Man muss das eben nur aus einer anderen Perspektive betrachten und nicht ja, mit unserem 3D-Ego. Das ist Ja, schon. klar. Natürlich verhält es sich so, dass das, was die Regierung gegenwärtig so abzieht, ja, nicht toll ist, nicht gut ist. Und dass das mehr Probleme macht, als Lösungen bietet. Aber man darf dabei nicht vergessen, dass wir selbst uns irgendwann dazu bereit erklärt haben, Teil dieses Spiels zu sein. Ja. Wir sind jetzt und hier Teil dieses Spiels. Und wir haben uns irgendwann dazu entschlossen, haben gesagt, ja, wir gehen mal jetzt hier ins 21., Anfang des 21. Jahrhunderts und machen da mal in der 3D-Matrix mit. Und dieser Entschluss wurde nicht einfach spontan beschlossen, sondern man wusste schon, welche Herausforderungen dieses Matrix-Spiel auch mit sich bringen wird. Ja, oder sollte man sich eher fragen, warum wollte ich das denn? Was genau wollte ich denn da mitnehmen und erleben? Warum fühle ich mich, wie ich mich fühle? Und da, das ist dann eigentlich auch schon ein Hinweis. Warum bin ich hier? Was will ich hier? Was will ich Ja. erfahren, erleben, erkennen? Ja, und wir befinden uns ja also aus der 3D-Perspektive in einem Informationskrieg. Das heißt, alle Medien schießen ihre Propagandakanonen ab. Auch alternative Portale machen das gelegentlich, weil die ja teilweise dann auch eingenommen worden sind von den Mainstream-Medien. Und alle schießen jetzt mit Informationen, wo letztendlich keiner mehr weiß, was stimmt und was nicht stimmt. Genau. Du sitzt dann davor und liest das und denkst, ja, aber, Kann man sich sicher sein? kann man sich sicher sein, dass das jetzt stimmt? Und das ist ja schon ein Lerneffekt, der kollektiv jetzt langsam zu sehen ist. Dass Allerdings. die Menschen plötzlich erkennen, ja, was die Medien uns also über all die Jahrhunderte erzählt haben, ist ja Quatsch. Da stimmt ja, wenn überhaupt die Hälfte nur von, wenn nur 5% davon stimmen und der Rest war alles irgendwie getrickst und gelogen. Ja, was hat das denn für einen Effekt?
auf das Kollektiv. Das Kollektiv erkennt langsam, dass eben der Informationskrieg auch dazu dient, um uns eine Erkenntnis zu vermitteln. Das ist vielleicht den Mainstream-Medien überhaupt nicht klar. Das mag durchaus sein. Aber aus höherer Perspektive hat das eben schon einen Lerneffekt. Nämlich, dass man erkennt, dass man sich letztendlich auf sich selbst besinnen muss. Dass man seine eigene Intuition befragen muss und auch seine eigene Intuition folgt, was stimmt und was nicht. Wenn man also irgendwas über irgendein Virus liest, der ganz gefährlich sein soll, und man selbst denkt dann, ja, klar, natürlich. Ne? Wie alle 523 anderen Viren auch vorher, schon klar. Ich weiß, 90er Jahre hieß es, noch 10 Jahre, dann ist das Ozonloch weg und alle sind tot. Als Ja, Beispiel. stimmt, Ne? Das ist so ein Beispiel. Und ja, und die Ozonschicht ist immer noch da. genau. Wir leben noch. Und wir leben alle noch. Ja. Und das hat den Lerneffekt, dass man letztendlich dann plötzlich anfängt, auch selber nachzudenken. Wenn man nicht gerade die Dissoziation praktiziert. Ja. Ne? Selber nachdenkt und dann daraufhin erkennt, ach ja, man kann sich also auf die Informationen, die von außen kommen, nicht mehr verlassen. Und in dieser Hinsicht verhält es sich dann so, dass ich mich wohl auf mich selbst verlassen muss. Meine eigenen Informationsquellen nutzen, weil das haben die Menschen vergessen, Ja, man darf auch nicht sagen, weitgehend. Misstrauen ist jetzt schlecht. Sei ruhig misstrauisch den Informationsquellen gegenüber, aber sei dir bewusst darüber, was dieses Misstrauen ist. Das ist schon wichtig, dass du dir eben selbst vertraust. Also Misstrauen ist nicht schlecht, aber dann eben auch Vertrauen sich selbst. Genau, also. Ja, jeder dieser emotionalen Zustände, wie starke Ängste, kalte, heiße Depression oder wie in diesem Video jetzt Misstrauen, sind dazu da, um letztendlich einem von Seiten des höheren Selbstes Unterricht zu erteilen. Nämlich etwas dabei zu erkennen und zu verstehen. Jede Emotion bringt eine, wie soll ich sagen, unangenehme Seite mit sich. Richtig. Und eine Goldene. goldene Seite. Richtig, goldene Seite, klingt gut. Nämlich jeder dieser Persönlichkeitsanteile, die da nämlich mit ihrer Emotion so ins Bewusstsein reinknallen, haben auch eine goldene Seite. Und die muss man eben entdecken. Die nicht so schöne Seite ist natürlich, dass sich das alles sehr unangenehm fühlt. Man will ja auch nicht mit Ängsten oder Misstrauen oder Depression durch die Gegend laufen, hat keiner Lust drauf, ist verständlich. Das weiß auch das höhere Selbst, dass das Ego da gar keinen Bock drauf hat. Aber das ist dem höheren Selbst in dem Moment eher zweitrangig und möchte natürlich, dass ihr euer Bewusstsein erweitert und sieht keine andere Möglichkeit, als euch in diesen Zustand hineinzuwerfen, damit ihr die Erkenntnisse bekommt, die goldene Seite dieses Persönlichkeitsaspektes aufdeckt und integriert und dadurch dann eure Erkenntnisse bekommt, von denen das höhere Selbst denkt, die sind wichtig, damit die blockierenden Glaubenssätze endlich mal verschwinden. Genau. Und natürlich ist das so, dass viele Menschen durchaus an Depressionen leiden, ne? Oder an Ängsten und dergleichen. Weil wir ja hier in der 3D-Matrix alle sehr ähnlich programmiert sind. Ja, das darf man nicht vergessen zu Ja. erwähnen, das stimmt. Darum haben wir dann auch alle ähnliche Prozesse, die wir durchlaufen, wenn wir die spirituelle Dissoziation trainieren. Und darum haben wir auch diese drei Videos gemacht, um euch damit zu konfrontieren, was sich das höhere Selbst so denkt und warum es euch dann solche unangenehmen Emotionen schicken könnte, was dahinter steht. Und dass sie eigentlich wichtig sind, das darf man nicht vergessen. Man darf die jetzt nicht verurteilen und sagen, oh, ich will damit nichts zu tun haben. Da steckt ja wirklich sehr viel dahinter. Wenn ihr da durch seid, ja, ich würde jetzt nicht sagen, steht euch die Welt offen, aber viele Erkenntnisse. Auf jeden Fall. Und diese Erkenntnisse zu erlangen, die goldene Seite des jeweiligen emotionalen Aspektes zu, ja, erhalten ist wichtig, damit sich eben die blockierenden Glaubenssätze auflösen. Das ist wichtig. Und das höhere Selbst hat sich dabei was gedacht.
ne, euch in diesen Zustand zu schicken. Und darum ist es sehr wichtig, dass man seinem höheren Selbst vertraut, selbst im größten Sturm der Emotionen. Ich weiß noch, damals mein größtes Misstrauen galt dem höheren Selbst. Ah, warum das? Na, ich dachte, das will mich nur verarschen. Richtig, das, ich hatte jetzt keine große Ambition mit anderen Menschen, daher galt mein größtes Misstrauen meinem höheren Selbst. Damit warst du ja schon mal dir selbst einen Schritt näher. Ja. Ne? Ja. Und hast es dann nicht auf dein Umfeld projiziert. Nee. Ne? Ja. Damit hast du schon mal in deine Richtung geschaut. Das war ja dann schon ein Fortschritt. Hat aber schon ein paar Tage und Wochen gedauert, bis ich dann irgendwann erkannt habe, nee, kann so nicht richtig sein. Ja, eben, weil da hast du ja dann für dich selbst erkannt, ja, das kommt von innen und nicht von außen. Ja. Ja. Weil das Ego macht natürlich gern immer das Umfeld verantwortlich. Ne? Und ist ja auch nicht so, als würden die Mainstream-Medien uns nicht genügend Rechtfertigungen liefern, die verantwortlich zu machen. Ja. Ne? Die bringen ja vieles an, sehr vieles. Sehr viele Maßnahmen, sehr viele komische Umweltveränderungsmaßnahmen, die wo jeder einem die Haare zu Berge stehen und denken, ja, hoffentlich sind die nicht so bekloppt und machen das wirklich. Ne? Ja. Ja. Und das gibt natürlich dem Ego schon viel Anlass, jeden außerhalb seiner selbst verantwortlich für das eigene Misstrauen zu machen. Das heißt nicht, dass ihr denen gegenüber nicht misstrauisch sein sollt, wie Shiva schon sagt. Nein. Das heißt es nicht. Also das ist schon ganz okay, so würden wir sagen. Vertraue deinem Bauchgefühl halt eben oder deinem Herzen. Ja. Aber sieh es nicht so, dass du daran total unbeteiligt wirst. Das ist es halt nicht. Du trägst deinen Teil dazu bei und du hast zu diesem Spiel irgendwann mal Ja gesagt und bist jetzt halt hier drin. Und hast auch Ja dazu gesagt, eben dein Bewusstsein zu erweitern und zu deinem höheren Selbst letztendlich zu werden, um dann mit diesem erweiterten Bewusstsein, ja, die 3D-Matrix, den Gefängnisplaneten zu verlassen. Ja. Und vielleicht schaffen das auch einige noch darüber hinaus, ne, aus der freien Matrix zu entkommen. Ne? Oder wie andere sagen würden, aus 5D, weil es geht ja noch weiter. 6D, die absolute 7D. Freiheit eben. Ne? Ja, richtig. Ne? Ja, das zum Thema Misstrauen oder fällt dann noch was ein? Nee. Nee. Das sind so die Projekte der Dissoziation, die wir mal ansprechen wollten, ja, um euch aufzuklären, dass das nichts Schlechtes ist, was ihr erlebt, oder damit ihr seht, was ist möglich, wo seid ihr drin und dass das nicht zufällig ist, sondern dass es wirklich, dass da eine Absicht hintersteckt, dass das höhere Selbst dahinter steckt. Ja, und es ist wichtig, dass ihr euch alle drei Teile anschaut. Das hier ist jetzt der dritte Teil. Weil da ja auch nochmal Informationen sind, die man auch auf die anderen Emotionen übertragen kann. Damit ihr das Prinzip auch versteht, warum in der Dissoziation solche emotionalen Ausbrüche oder Zustände, die so intensiv sind, auftauchen. Und darum alle drei Videos schauen, damit ihr den ganzen Informationshintergrund habt bei den drei gängigsten Problemen, die eben in der spirituellen Dissoziation auftauchen können. Müssen sie nicht, aber... Ist schon recht wahrscheinlich, wenn man sich richtig damit beschäftigt, wird es auftauchen, irgendwann. Unweigerlich. Irgendwann schon, wenn da noch Glaubenssätze unterbewusst rumeiern, die eben deinen ganzen Weg irgendwie ständig behindern und, und dein höheres Selbst sich denkt, nee, so geht das nicht. Das müssen wir irgendwie ändern. Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben unsere Dreiteiler nun abgeschlossen und wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen helfen. Wie gesagt, wer sich tiefer mit der Disso beschäftigen möchte, wir sind für euch da. Ihr könnt auch unsere Kurse gucken, Jonathans drei Bücher dazu lesen zur Dissoziation. Du hast jetzt auch ein ganz neues Buch zur Dissoziation rausgebracht. Reisen jenseits der Matrix, sehr spannendes Buch. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, fragt uns, wir lassen euch nicht allein damit. Es ist schwer zu erlernen und es kann einen in wirklich seltsame Zustände schmeißen, aber wir sind ja da. Letztendlich lohnt sich der Aufwand in jedem Fall. Ja. Kann sein, dass ihr erstmal in diese drei Haupt
Emotionen reingeschmissen werdet. Aber ja, der goldene Preis wartet am anderen Ende auf euch. Ja. Ja. Und darum identifiziert euch nicht zu stark mit solchen Emotionen, wenn die hochkommen, sondern betrachtet es unter größtem Vertrauensvorschuss an euer höheres Selbst. Betrachte es als, ob, ja, als Projekt, ne? Und nicht als, oh Gott, ne? Forschungsreise eben. Ja, als Forschungsreise zur Erweiterung des eigenen Bewusstseins. Vertrauen zum höheren Selbst ist wichtig und natürlich, dass man sich nicht zu stark identifiziert mit diesen Emotionen, sondern eine Art Doppelperspektive erreicht, die dann irgendwann auftaucht. Das heißt, du bist dann irgendwann so leicht gespalten, könnte Ein man wenig, ja. sagen. Leicht. Fühlt sich nicht nach Spaltung an, aber man hat eine Ja, Doppelperspektive genau. auf die Emotion, die gerade akut am Wirken ist. Das heißt, du bist depressiv und gleichzeitig beobachtest du dich selbst, wie du depressiv bist. Und wenn ihr dahin kommt, dann seid ihr ganz nah an der Lösung dran und damit löst ihr auch die Depression auf, die Ängste auf oder irgendwelches destruktives Misstrauen oder sonst was. Das löst ihr dann alles auf. Das war jetzt ein schönes Schlusswort. Fand ich jetzt auch. Macht's gut, ihr Lieben. Macht's gut, ciao! Ciao.